René Navarre war ein französischer Schauspieler und Filmregisseur. Leben. Er arbeitete als Schauspieler am Pariser Theater Michel. Als er 1910 von Louis Feuillade für den Film entdeckt wurde und mit La Gardienne du Feu sein Filmdebüt hatte, er trat 1911 in der erfolgreichen Filmserie La Fidèle Quelle EST auf. Doch erst 1913/14 erlebte Navarre den Höhepunkt seiner Filmkarriere in der Hauptrolle des Fantomas in Feuillades Erstverfilmung einer beliebten Detektivromanreihe seiner Zeit. So entstanden insgesamt 5 Filme mit dem mysteriösen Verbrecher, eine Rolle, die sich für Navarre im Nachhinein als zweischneidig herausstellte, wurde er doch von nun an seinem eindringlichen Spiel als Fantomas gemessen. Er hatte nur noch durchschnittliche Erfolge zu verzeichnen. 1916 gründete er eine eigene Produktionsgesellschaft, ist damit jedoch nicht überaus erfolgreich. 1919 formte er gemeinsam mit Gaston Leroux und Arthur Bernede die Société des Cinéromans, die sich der Verfilmung literarischer Vorlagen verschrieb. Navarre übernahm in den Filmen der Gesellschaft häufig selbst die Hauptrollen, so in Vido Cecu und Belphégor nach literarischen Vorlagen von Bernede. Im Tonfilm trat er nur noch in Nebenrollen in unbedeutenden Filmen in Erscheinung. Filmografie 1929 Mein Eid Weblink René Navarre in der Internet Movie Database Normdaten GND 173.932.533 LCCN No 2.006.015.061 VEAF